Und weiter geht's mit Kapitel 2. Und der Heilung. Ein gebrochenes Herz ist geheilt. Da muss doch erstmal jemand ein gebrochenes Herz haben. Wen töten wir denn da? Die arme Lenora. Und dann heiratet Edgar einfach wieder, oder? Ja. Ohne Tote? Okay. Einfach Hochzeiten, ne? Also. Will dann vielleicht Isabel Edgar heiraten? Sie ist aber sauer. Ja. Bernhard darf lieben. Betroffen. Rejected by own spouse. Okay. Amnesie haben wir dazu. Die beiden heiraten erstmal, dann vergisst Lenora, dass die geheiratet haben? Nee, Edgar weiß, dass Lenora und er verheiratet sind. Jetzt weiß er es nicht mehr. Genau so. Vom eigenen Partner zurückgewiesen. Die arme Lenora. Alle werden sie unglücklich gemacht. Rejects Edgar. Alle lehnen Edgar ab. Okay, wir haben Hochzeit und Tod. Und keiner darf Edgar lieben. Dann will Edgar und Bernhard nicht, weil sie verheiratet sind. Dann stirbt. Nicht. Oder? Genau, Bernhard stirbt. Dann muss Edgar jetzt noch von Isabel und Lenora abgewiesen werden. Die beiden heiraten jetzt. Und dann fragt einfach Edgar beide, glaube ich, ja doch, ob sie ihn heiraten wollen. Und dann haben wir es geschafft. Hey, alle lehnen Edgar ab. Edgar Allan Poe. Wenn ich jetzt wüsste, wie Edgar Allan Poe aussieht, könnte ich sagen, ob das passt oder nicht vom Aussehen. Guck mal! Surviving spouses find Geschichten können weniger comfort. Bilder enthalten, okay? Überlebende Pater finden Trost. Heiraten müssen erstmal beide. Also wir brauchen zwei Pärchen. Dann muss, glaube ich, jedes Mal einer sterben. Und dann heiraten die Überlebenden am Ende. Wen töten wir denn da? Lenora darf weinen. Und Bernhard darf weinen. Und dann dürfen Bernhard und Lenora heiraten. Schön, schön. Happy End. Für zumindest die beiden. Und damit war es Kapitel 2. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.